Swallow zusammen. In dieser Produktvorstellung geht es um Futter und genau um unser Karpfen-Spezialfutter aus der Best Catch Pro Futter Range. Zur Verpackung selbst, wie ihr sehen könnt, alle Futter sind so verpackt in diesem Design, im Best Catch Pro Design, erhältlich bei eurem Tackle Dealer, immer 1 Kilo im Beutel, super Preis-Leistungs-Verhältnis übrigens. Zum Futter selbst. Da es sich um spezielles Karpfenfutter handelt, ist es einfach mit einer größeren Struktur, zeige ich euch hier mal kurz. Es wurden hier hochwertige verschiedene Samen, hochwertige Pellets, High-Protein-Pellets in verschiedene Größen und Geschmäcker und Formen und Farben verarbeitet, um es einfach ein attraktives Futter zu machen. Zusätzlich wurde Hanf in gröberer Körnung verarbeitet, High-Protein-Pellets und einfach verschiedene Samen, um es einfach als attraktives Karpfenfutter zu gestalten mit einer gröberen Struktur, um einfach Material, sprich Samen und Pellets am Grund zu haben, wenn die Karpfen kommen, dass sie einfach eine längere Zeit aufhalten und dadurch auch mehr zum Fressen haben bzw. dann einfach länger da bleiben im Vergleich zum feinen Futter für Rotaugen und so weiter. Das mal als Unterschied. Erhältliches Futter in 4 verschiedene Geschmacksrichtungen. Einmal im Big Fish Style, einmal in Erdbeer, wie ihr sehen könnt, leicht rot, auch wieder mit Pellets. Alle Futter sind übrigens mit hochwertigen und größeren und kleineren Pellets verarbeitet. Sowie dann der Halbbutt-Geschmack und der Vanillegeschmack. 4 Geschmacksrichtungen für jeden was dabei, von süß bis fischig mit Halbbutt. Ihr könnt hier Kugeln gestalten. Ich habe schon mal vorbereitet und befeuchtet. Ideal zur Befeuchtung. Ihr macht es mit Seewasser direkt am Wasser, jedoch 15 bis 20 Minuten vorm Angeln, wenn es geht natürlich noch ein bisschen länger, um das Futter einfach richtig ziehen zu lassen, einzuwirken und dann eventuell einfach während dem Angeln nachbefeuchten, wenn ihr merkt, es wird zu trocken und hält nicht mehr so, wie ihr das wollt. Ihr könnt es natürlich klassisch fischen bzw. anfüttern, wenn ihr mit Schwimmer angelt, könnt ihr Bollen machen in verschiedene Größen und die anfüttern. Ihr könnt natürlich auch ein klassisches Futterkorb verwenden, sowie auch ein Methop-Korb, beziehungsweise beim Methop-Korb müsst ihr es extrem befeuchten, dass es im Methop-Korb hält. Hierfür eignet sich ideal im besten Fall einfach ein Method-Feeder-Futter. Da würde ich jetzt nicht auf das spezielle Karpfenfutter hier eingehen. So könnt ihr es im klassischen Futterkorb verwenden. Je nachdem, wie ihr wollt, als Tipp, wenn ihr in tieferen Gewässern angelt, ab 3-4 Meter Wassertiefe, einfach nochmal von Hand etwas nachpressen, dass sich das Futter erst am Gewässergrund löst und nicht schon in der Absinkphase. Was ihr auch noch machen könnt, um euer Karpfenfutter noch attraktiver zu gestalten, könnt ihr zum Beispiel auch die Partikelmixe, die wir anbieten, als Mais, Vierkorn sowie als Neunkornmix mit Hanf, könnt ihr zusätzlich noch in euer Futter hinzugeben, um einfach noch eine gröbere Struktur sowie einfach noch mehr Materialpartikel, Pellets und so weiter im Gewässergrund zu haben, dass die Karpfen einfach über längere Zeit da bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch unser Karpfen-Spezialfutter kurz vorstellen. Erhältlich bei eurem Tackle Dealer in den 4 Geschmackssorten, die ich erwähnt habe. Probiert es mal aus. Viel Spaß am Wasser, Petri Heil und dicke Fische.